Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, ich habe ja gestern schon Black Ops 2 hochgeladen, deswegen habe ich mir gedacht, es gibt heute noch ein Black Ops 2 Video. Ich habe gerade ein Darts-Trikot an, dazu werde ich auch gleich was erzählen. Aber erstmal, ja, also das Video gestern kam ja sehr gut bei euch an. Also von den Bewertungen her zumindest, die Klicks sind natürlich schlecht. Aber ich meine, was erwarte ich, wenn ich Black Ops 2 hochlade? Das Spiel ist 6 Jahre alt. Aber trotzdem, egal. Hauptsache, die Leute, die es feiern sollten, haben es gefeiert. Alles klar, Digga. Ja, jetzt aber sich war richtig reingerusht. Ich habe gestern sogar den Nuklear mit 42er Gunstreak live hochgeladen. War echt mega chillig, das Video hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu machen. Also der Typ lebt aber nicht immer noch, oder? Okay. Es war einfach richtig, richtig nice, das für euch aufzunehmen, dieses Video. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Das ist dann natürlich mit dem Nuklear Gameplay in 2018 noch perfekt gemacht wurde, ist natürlich umso besser, Leute. Leute, was ist das für eine komische Runde? Kann ich jetzt meinen ersten Kill machen? Okay. Auf jeden Fall, Leute, ich habe ein Darts-Trikot an. Das hat jetzt auch nicht wirklich einen krassen Grund. Ich habe einfach gerade Darts gespielt, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und ich muss euch eine kleine Story erzählen. Und zwar sehr, sehr oft nachts, sehr, sehr häufig, gucke ich mir nochmal Videos von der Promi-Darts-WM an. Also es kommt so einmal die Woche Safe Call vor und es ist einfach immer noch, Leute, es ist einfach immer noch krass. Es ist einfach so heftig wie so ein Video. Also ich glaube, wenn ich alt bin, so richtig alt, ich bin ja jetzt schon alt, aber so richtig alt, dann werde ich, glaube ich, erstmal richtig zu schätzen wissen, wie viel Wert es hat, dass ich mein halbes Leben hier, ja okay, das war klar, dass ich mein halbes Leben irgendwie hier recorded habe in den Jahren, in denen ich jung war, weil ich glaube, dass sowas wie Erinnerungen und so viel wert sein werden. Und Leute, es ist einfach unvorstellbar krass. Ich meine, wenn ich da auch gucke, wer da alles mit im Publikum war und keine Ahnung, was meine gesamte Familie mich unterstützt hat und wenn man sich mal reinzieht einfach, ich liebe es, wenn man sowas erzählt, während man so Menschen tötet. Aber wenn man sich mal so dabei reinzieht, dass das einfach so total crazy ist eigentlich. Und ich meine, ich hatte da mit mein Onkel war zum Beispiel da, mit dem ich häufig einfach mal so Darts gespielt habe. Und für den ist natürlich immer noch eine mega kranke Entwicklung, dass ich jetzt einfach da mitspiele bei so einer Veranstaltung so. Und dass es für mich einfach 0% selbstverständlich ist. Und ich glaube, irgendwann, wenn ich mir diese ganzen Videos reinziehen werde, werde ich denken, Alter Marcel, was für ein geiles Leben durftest du führen, Alter. Und natürlich, man soll es eigentlich immer zu schätzen wissen, dass das Leben geil ist so, aber wow, die Runde läuft ja mal richtig stabil mit 7-6, egal, gestern, wenn ihr gutes Gameplay gucken wollt, dann guckt das Video von gestern, AMK. Es ist natürlich immer extrem, YouTube ist das Stressigste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe, mit Abstand. Es ist nicht Wort zu fassen, wie stressig YouTube ist und dass sich das eigentlich niemand vorstellen kann, der es nicht selber auch auf diese Art und Weise macht, dieser professionellen Ebene, weil es teilweise so ein hartes Leben ist. Aber trotzdem gibt es natürlich schöne Seiten daran. Krass, Alter. Ich glaube, in einem Video wurde ich noch nie so gespawnt, aber ist mir heute scheißegal. Dieses Video ist einfach jetzt, geht jetzt um Inhalt und ach, warum sage ich es überhaupt? Man, ihr wisst alle, dass ich absolut ein Monster bin. Aber was wollte ich noch sagen? Digga, wie die alle nehmen, ist ja wirklich krass, Mann. Ich bin immer weak, wenn ich hier rausspringe, ey. Okay. Jawohl, Digga. Let's go. Haben wir überlebt. Jetzt gleich wieder reingehen. Das ist immer Bait and Switch nennt man das, aber das wird jetzt wahrscheinlich mein Todesurteil sein. Noch nicht. Und wir haben es geschafft zurückzukommen. Wäre lustig, wenn ich jetzt Hunde und Schwarm schaffen würde, Leute, weil damit rechne ich eigentlich. So wie die Runde angefangen hat, habe ich es eigentlich auch nicht verdient. Das ist ja das Lustige. Okay, jetzt bin ich tot, oder? Wie geht das? Ja, Hunde habe ich noch bekommen. Ja, krass, dass die Runde sich noch so gelohnt hat. Ja, Leute, was wollte ich erzählen? Genau. Und zum Beispiel hatte ich gerade eben hier so eine Phase kurz und da habe ich mir gedacht, ey, scheiß drauf. Guck's dir einfach mal an, mal wieder. Und es ist einfach geil. Ja, ihr merkt, es gibt auch diesen ganz entspannten Marcel. Ich meine, die meisten von euch wissen das ja, die zum Beispiel mein Buch gelesen haben. Die wissen ja, dass es nicht immer nur Marcel zu Scorpion Speck am Start für euch gibt. Aber es ist wichtig, auch mal sowas mitzuteilen, Leute, finde ich. Und dass es einfach viel zu viel Scheiß auch auf der Welt gibt. Zum Beispiel, was jetzt Massi erzählt hat, dass ein COD-Spieler verstorben ist aus der COD-Community, Mo, der bei einer Schlägerei ums Leben gekommen ist, wo 5 Leute ihn totgeschlagen haben, also totgetreten haben, während 15 Leute ihn dabei beobachtet haben. Also 15 Leute haben keine Zivilcourage bewiesen, haben nicht eingegriffen. Und Massi sammelt gerade für diese Person Spenden. Das bedeutet, wenn ihr Interesse daran habt, ihn zu unterstützen, werde ich Massis Video ganz oben in der Videobeschreibung verlinken. Bitte schaut dort vorbei. Massi hat das, finde ich, sehr, sehr, sehr gut geschrieben, indem er gesagt hat,
Menschen, die so etwas tun, sind eigentlich keine Menschen. Also was ist denn die Definition eines Menschen? Ne? Ich meine, man muss natürlich sagen, wenn wir jetzt als biologisches Individuum uns selber definieren würden, bleibt man natürlich immer ein Mensch. Aber wenn man jetzt mal so diese gesellschaftliche Norm sieht und sieht, dass 5 Leute einen Minderjährigen tot treten, egal was passiert ist, er kann die gesamte Rasse, Eltern, alles von den anderen beleidigt haben, wir wissen nicht mehr, was passiert ist. Ne? Also das wichtig ist, man weiß nicht genau, wie der Tathergang ist, man weiß nur, dass es halt eben zu diesem feigen Drecksmord kam, und das hat mich heute auch ein bisschen mitgenommen, muss ich ehrlich sagen, und das sind für mich einfach keine Menschen. Also die einen Minderjährigen totschlagen, tottreten, das kann man gar nicht als... Gott wird diese Menschen bestrafen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, und da bin ich auch zufrieden, weil es gibt Sachen, die kann man verzeihen, und ich habe im Buch gesagt, man kann alles verzeihen, aber ich habe auch gesagt, die Definition davon ist, man muss sich selbst alles verzeihen. Das bedeutet, man muss jetzt, wenn man von dieser Tat gehört hat, man ist ja mitgenommen, muss man nicht dem Täter verzeihen, man muss aber selber damit im Reinen sein, irgendwann muss man wieder klarkommen, und ich wünsche der Familie alle Kraft dieser Welt, weil jemand, der sowas erlebt, das ist das Schlimmste. Also es gibt, wisst ihr Leute, wir regen uns im Alltag darüber auf, dass irgendwelche Schuhe ausverkauft sind oder dass wir nochmal extra losfahren müssen, weil wir irgendwas vergessen haben. Sowas kriegt einen im ersten Moment so richtig heftig auf, und da bin ich selber der Allerschlimmste drin, oder im Straßenverkehr oder was weiß ich. Aber man müsste eigentlich alles so hart zu schätzen wissen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, irgendeinen Menschen verloren zu haben. Und ich glaube, dann checkt man das erste Mal irgendwie, was überhaupt sowas wert ist, und dass wir eigentlich alle mal ein bisschen chillen müssen, was sowas angeht, glaube ich. Ich glaube, wir sind alle irgendwie eins, was das angeht, und wir wissen alle, dass es schlimme Dinge gibt, und ich weiß, es ist ein bisschen komisch, das Video, während ich im Hintergrund Menschen mit meinen Waffen erschieße in einem Spiel, aber ihr wisst ja, dass, also ich meine, jeder, der von euch zuschaut, der weiß ja, dass das nichts damit zu tun hat. Es gibt ja nur irgendwelche Trottel, die sagen Killerspiele, das sind ja auch eigentlich per Definition keine Menschen, Alter. Wenn mir jemand beweisen könnte, dass es einen einzigen Anschlag gab, weil jemand gedacht hat, er kann jetzt mit einer AN-94 umgehen, wegen Black Ops 2, dann fange ich an, das Wort Killerspiele auch zu benutzen. Aber solange das nicht so ist, und ich vermute mal, dass das nicht so sein wird, auf die Schnelle, ist es für mich leider Bullshit. Digga, was ist das für ein lustiges COD-Video, Alter? Wann habe ich das letzte Mal über solche Themen so viel gesprochen? Ich weiß, dass er noch da ist, und das regt mich gerade so auf. Komm doch jetzt. Meine Fresse. Ja, du kannst auch kommen. Da hinten ist noch einer, aber wir gehen erstmal hier hin. Ich glaube, hier oben ist nämlich noch jemand. Ah, okay. Ich bin 1 zur Orbi, Leute. Okay, Orbi ist am Start. Wir können mal eben nachladen. Okay. Hätte er mich jetzt geholt, ich glaube, dann hätte ich so geschrien wie noch nie in meinem Leben. Mich zum Beispiel jetzt vor Streak sterben, würde ich mich auch ärgern, obwohl es eigentlich so lächerlich ist, sich überhaupt über sowas aufzuregen. Boah, Digga, du machst ja richtig ernst, Digga. Komm, ich bin jetzt 1 von den Dreckshunden. Okay, Hunde habe ich. Jetzt bin ich 1 vor Schwarm. Schwarm ist am Start. Ohne Hardliner sogar, oder? Tatsächlich, mit Leichtgewicht. Das wird auf jeden Fall nicht snipen, das verspreche ich euch. Ah, da ist einer durchgekommen. Schade, ich hätte sogar den Nuklear machen können, fällt mir gerade auf. Egal, ich glaube, für den TDM ist das aber ziemlich gut. Gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Also ich fände es auf jeden Fall total cool, wenn ihr nochmal Massis Video auscheckt und ein bisschen mithelft. Und der Mutter, also es geht darum, dass Massi eben Geld sammelt für die Beerdigung des gestorbenen Sohnes, weil die Mutter hat nicht so viel Geld und möchte natürlich dann irgendwie, auch wenn das so gestört ist, ihr eigenen Sohn halt ja, zu Grabe tragen, und dafür braucht sie halt eben Geld, weil sowas natürlich auch Geld kostet. Ach, das ist eigentlich so grausam, darüber zu sprechen, das ist echt nicht mehr normal, ne? Wie furchtbar das eigentlich ist.
Ja, 45 zu 1, Leute. Ich glaube, das ist mein bestes Team Deathmatch, was ich jemals hatte. Ne, nicht mein bestes, aber eins meiner besten auf jeden Fall. 45er KD ist am Start gewesen. Ich glaube, da können wir das Video eigentlich jetzt auch beenden, weil ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal. Helft ein bisschen mit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.